Was bedeutet es, mit einer extrem seltenen Krankheit geboren zu werden? Ich habe das Schwartz-Jampel-Syndrom. Durch das Schwartz-Jampel-Syndrom sind seine Muskeln so verkrampft, dass seine Knochen nicht normal wachsen können. Deshalb hat er so kurze Glieder und ist so klein. Er hat Probleme beim Gehen, wenn er sich vorbeugt und bei allen Dingen, die Kinder normalerweise tun, wie herumrennen und springen. Er geht an seine Grenzen. Brauchst du Hilfe? Man merkt, dass er ständig Schmerzen hat. Deshalb bekommt er so viele Medikamente, um damit klarzukommen. Giovanni, hast du Schmerzen? Ja. Willst du jetzt deine Medizin? Manchmal tut es ziemlich weh, dann gibt mir meine Mom Medikamente. Ich fühle mich so anders. Ich möchte jemanden treffen, der weiß, wie ich mich fühle. Ich bin Owen. Ich bin 9. Ich habe das Schwartz-Jampel-Syndrom. Meine Muskeln sind versteift. Und deshalb habe ich Schmerzen an der Hüfte, am Rücken und an den Schultern. Das hilft beim Atmen. Ich habe gedacht, gibt's irgendwo noch so einen Jungen wie mich? Ja, den gibt es. Der Tag, auf den Owen, Giovanni und deren Familien so sehnsüchtig gewartet haben, ist endlich da. In ein paar Stunden begegnen sie sich zum ersten Mal. Wenn ich Giovanni treffe, wünsche ich mir, dass wir für immer Freunde sind. Ich kann es noch gar nicht fassen. Uns wurde ja gesagt, dass sowas nicht eintreten wird. Die Wahrscheinlichkeit, eine andere Familie mit der Krankheit zu treffen, war gering. Gleich treffe ich Owen. Ich glaub's noch nicht. Endlich ist es soweit. Bin so aufgeregt.